Der Weg des Erfolges ist der Weg der Wahrheit. Der Weg, der Erfolg, die Wahrheit. Wenn ein Weg zwei Ziele hat, sind dann beide Ziele gleich? Wie kann Erfolg die Wahrheit sein? Wie kann Wahrheit der Erfolg sein? Versteckt sich die Wahrheit vor dem Erfolg? Zeigt sich die Wahrheit nur jenen, die deren Weg gehen? Der Weg ist das Ziel. Nehmen wir also einen Weg, um die Philosophie darüber zu entdecken. Wohl angemerkt, dass sich unsere Freundin Wahrheit in diesem Weg versteckt. Denn die Philosophie, die Liebe zur Weisheit, schließt die Wahrheit ein. Verum, das lateinische Wort für Wahrheit. Es erinnert mich an Serum. Manchmal auf meinem Weg des Lebens sehnte ich mich nach einem Serum, welches mich der Wahrheit näher bringt. Doch die Wahrheit liegt, wie auch das Glück, ganz allein in unserem Herzen und wartet nur darauf, erkannt zu werden, um zu leben. Je mehr ich den äußeren Schein des Erfolgs verfolgte und das Glück darin suchte, desto mehr entfernte ich mich von mir und meinem Glück, meiner Wahrheit. Doch sieht, das Glück liegt doch so nah. Ich meine, dieses Zitat an Goethe zu vergeben. Je mehr ich mein Glück in äußere Dinge suchte, desto mehr entfernte ich mich von mir. Ich baute mir eine Welt, wie sie mir gefällt, um etwas zu sein, das letztlich war nur zum Schein. Ich glaube, als ich mir meinem Freund Steve Jobs zum Herzen nahm, möge er im Frieden ruhen, tat ich, was er mir empfahl und es in der Vergangenheit auch selbst tat. Er sagte, ich blicke jeden Morgen in den Spiegel, sehe mir in die Augen und frage mich, bist du glücklich mit dem, was du machst? Steve sagte, wenn er drei oder mehr Tage in einer Reihenfolge nicht mit einem beherzhaften Ja antworten zu wusste, dann musste er etwas ändern. Vermutlich hat mich diese Philosophie vor einem Desaster gerettet, denn ich stellte mir die Frage und auf meinem Weg des Erfolges musste ich leider zu oft Nein sagen und genauso oft Ja. Es ist nicht nur der Weg, den wir nehmen, um ein Ziel zu erreichen, von äußerster Wichtigkeit, sondern auch die Menschen, die wir kennenlernen und von jedem Menschen wir auch etwas lernen können. Ich habe mir bald die Regel angewohnt, in jedem Menschen die Weisheit zu sehen und jene Weisheiten, die ich für mich im Augenblick als wichtiger sah, zu meinen Weisheiten hinzuzufügen. Dabei muss ich in meinen Freunden der Philosophie danken, denn sie lehrten mir auf meinem Weg, dass es keine Wahrheit gibt. Und wenn es keine Wahrheit gibt, dann gibt es nichts, nichts Falsches. Und wenn es nichts Falsches gibt, dann gibt es nichts Richtiges. Das heißt, jeder Mensch agiert in seinen Handeln und Tun, in seiner Welt, in seiner Aktion als legitim. So sind es die wertfreien Betrachtungen, die mir geholfen haben, von jedem Menschen, die mir da begegneten, die Weisheiten für mich zu erkennen und zu extrahieren, in meine Welt zu transportieren, über einen Weg der Neutralität. Neutralität zu akzeptieren, führte bei mir zur inneren Ruhe. Ich wurde eins mit meinem Weg. Menschen kamen und gingen. Ich verbrachte die Zeit aktiv mit ihnen, im Hier und Jetzt. War die Zeit um, so war sie um, ob kurz, mittel oder lang. Die Zeit war für immer rum. Es ist, wie es ist. Als ich aufhörte, an Dingen festzuhalten, hatte ich plötzlich die Hände frei zum Fliegen. Es ist die fröhliche Gleichgültigkeit gegenüber der Zeit, die mich glücklich macht. Es ist das Hier und Jetzt, über welches ich zu leben mag. Ist doch das Morgen ungewiss und das Gestern lang vorbei. Gleichgültig und mit voller Liebe im Augenblick, mit Philosophie auf dem Weg der Wahrheit über mich selbst. Ich hörte ein schönes Gleichnis der stoischen Philosophie. Es handelte davon, stell dir vor, du bist zu Gast bei einem Essen und es wird der Brotkorb rumgereicht. Erkenne dich selbst. Sei nicht gierig auf den Korb und warte ab, bis er bei dir ist. Du kannst es sowieso nicht beschleunigen.
Wenn der Korb bei dir ist, so nehme dir nicht in Völlerei mehr als die anderen, sondern so viel du benötigst. Und gebe ihn mit einem Lächeln weiter. Gewiss kommt er wieder. Wenn nicht, dann ist es so. Du hattest deinen Teil. Ein neuer Korb wird kommen. Ich finde das Beispiel schön. Wie oft ging es mir so, wenn ich zu Tisch saß und das Essen sah. Wie gierig ich dahin stierte und dabei das Jetzt vergaß. Das gute Gespräch vorbei, denn der Fokus in der Gier. Doch dabei sind wir Gäste, immer und überall. Und wenn nicht, dann sollten wir uns wie jene verhalten. Ich bin zu Gast und nicht allein. Ich bin dankbar. Als ich aufhörte zu warten und begann zu sein im Hier und Jetzt, zufrieden mit dem, was ich habe und gewiss der Zukunft, dass sie kommt, wie sie kommt und sie kommt, war ich auf meinem Weg der Wahrheit einen Schritt weiter. Ich wage gar zu behaupten, dass ich stets wandern werde und dennoch stets genügend Herbergen finde, die meine Lebenswanderung zu einem Erlebnis machen. In der Wertung liegt viel Wahrheit über mich selbst. Denn wie ich werte, so reflektiere ich mich. Warum sollte ich mich denn sonst über etwas aufregen oder erfreuen? Gestern fuhr ich Auto. Ich fuhr auf die Autobahn, zwei LKWs nebenan und die dritte Spur frei. Ich schaute in den Rückspiegel und gab Gas und überholte die LKWs. Der Audi in der Ferne war schon hinter mir und musste bremsen, da ich langsam war. Er freute sich, mich so arg zu sehen, dass er anfing, mir die Lichthupe zu geben, und als er an mir vorbeifuhr, winkte er mir zu und hupte sogar. Was für ein freundlicher Mensch. Dabei kannte er mich noch nicht einmal. Ich fuhr da also weiter und freute mich, eine weitere Weisheit aufzunehmen. Sei freundlich und du wirst freundlich behandelt. In deiner Welt. Der Weg der Selbsterkenntnis und des Seins, des Hinterfragen meines Ichs und des Kurssetzens in eine Richtung mit Destination unbekannt. Doch in Hoffnung, bestellbares Land zu finden, ist eine Tugend der Achtsamkeit. Die stetige Selbstreflexion und der Glaube in mich selbst, die Dankbarkeit und die Freiheit zu genießen, ohne etwas zu besitzen und doch alles zu haben, ist die Tugend der Muse. Für mich ist mittlerweile der Weg des Erfolges der Weg des Sklaven. Wer Erfolg sucht, wird Sklave seiner Freiheit. Doch wer Freiheit lebt, wird Herr über seinen Erfolg. Für mich ist der Weg der Wahrheit der Lebensweg, mit im Gepäck meine Achtsamkeit. Mein Stecken ist mein Glaube, der mich stützt und verteidigt. Für mich ist die Frage nach dem Glück keine Frage, sondern eine Einstellung. Die Richtung gibt mir mein Herz vor und meine Beine die Kraft, um die Richtung zu gehen. Für mich ist das Sein in jedem Augenblick und mit sich selbst zu sein im Reinen. Selbst wenn ich nicht im Reinen bin, ein und mein Weg. Für mich ist, was für dich ist, was für uns gegeben wurde. Und nicht selbstverständlich für immer unser. Alles geht. Nur der Weg bleibt.